London, 22. August 1890. Liebe Emily, ich möchte mich hiermit auf diesem Weg noch einmal für deine Karte bedanken. Es ist schön zu hören, dass die Heirat ohne größere Zwischenfälle verlaufen ist. Und dass Onkel Jeff sich nicht benehmen kann, ist allseits bekannt und braucht, soweit es mich angeht, gar nicht mehr erwähnt werden. Schon deswegen war es wohl recht mutig, diese Ausgeburt der Unwissenheit einzuladen. Natürlich wünsche ich dir alles Gute. Henry erscheint mir eine gute Wahl zu sein. Auch wenn ich nur wenig mit ihm das letzte Mal anfangen konnte, hoffe ich natürlich, dass ihr beiden glücklich werdet. Hier in der Crawford Street 129 ist es ruhig geworden. Die Arbeiten das Haus betreffend gehen nur langsam voran und immerzu ist irgendwer am Hämmern oder Sägen. Mittlerweile hat aber immerhin durch die tatkräftige Hilfe Millers mein Kamin das Unterfangen, mich mittels Rauchvergiftung frühzeitig ins Grab zu bringen, aufgegeben. Ich kann also mein Arbeitszimmer wärmen. Der gute Willington ist momentan außerhalb unterwegs. Ein neuer Fall steht uns ins Haus. Leider ist dieser allerdings weder spannend noch irgendwie fordernd. Pennys Geschäft wurde überfallen. Denke nur am helllichten Tag. Der Täter, ich könnte ihn auch Logan Petrificit nennen, ein Arbeiter an den Docks, hatte wohl am Vorabend zu tief ins Glas geschaut und ist im Suff auf dumme Ideen gekommen. Wir versuchen ihn nun davon zu überzeugen, in seiner Freizeit den Laden zu reparieren, um die unfähige Polizei da rauszuhalten. Ansonsten, wie ich ja schon schrieb, ist es viel zu ruhig geworden. Die Bösen wollen wohl bei diesem Nebel auch nicht die heimischen Herde verlassen. Sehr zu meinem Leibwesen. Es steht zu hoffen, dass der Brief, der heute unter mysteriösen Umständen, will heißen nicht durch den Postboten zugestellt wurde, einen neuen Auftrag beinhaltet. Oder ein Rätsel. Oder irgendwas, was die Langeweile, die hier über den Boden kriecht, wie der Nebel vertreibt. So verbleibe ich mit Liebe und den besten Grüßen. Remus Furthervor, dein dich liebender Bruder. August 1890, Hampstead, London, an die sehr verehrten Herren Willington und Furthervore. Mir kam zu Ohren, dass Sie eine Detektei betreiben und aus diesem Grund schreibe ich Ihnen. Ich hoffe, Sie sind derzeitig nicht bereits anderweitig beschäftigt und können sich meines Falls annehmen. Vor genau einer Woche musste ich meinen Mann erschlagen im Keller seines Bestattungsinstitutes vorfinden. Scotland Yard hat aufgrund von mangelnden Beweisen die Ermittlungen bereits eingestellt. Das sieht ihnen ähnlich. Mir lässt es jedoch keine Ruhe, dass der oder womöglicherweise die Mörder noch immer auf freiem Fuß sind und keine Strafe zu befürchten haben. Daher bitte ich Sie, helfen Sie mir und finden Sie die Schuldigen. Mit freundlichen Grüßen, Isabella Burton. Erschlagen im Bestattungsinstitut. Ich habe schon immer gesagt, Bestattungsinstitute sind gefährliche Geschäfte.